Hallo, in diesem Video werden wir uns mit den beiden Bifi-Aufgaben mit den Nummern 1-111 und 1-232 beschäftigen. In diesen Aufgaben geht es darum, Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln zu berechnen. Daher solltest du wissen, was eine Augensumme ist, und was es mit der Formel günstig durch möglich auf sich hat. Solltest du dir hierbei irgendwo unsicher sein, kannst du dir gerne nochmal die Videos zum Arbeitsblatt Laplace-Experimente ansehen. Starten wir gleich los. Aufgabe 1-111 ist im Lückentextformat. Zwei Spielwürfel werden geworfen und die Augensumme wird ermittelt. Ergänzen Sie die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile, so dass eine mathematisch korrekte Aussage entsteht. Der Satz lautet nun: Die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis Augensumme 6 zu würfeln, ist größer, kleiner oder gleich der Wahrscheinlichkeit, das Ereignis Augensumme 9 zu würfeln, weil 6 kleiner als 9 ist und das Ereignis Augensumme 6 somit seltener eintritt, oder weil die Wahrscheinlichkeit beide Male 5/36 beträgt, oder aber weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, die Augensumme 9 zu würfeln, aber 5 Möglichkeiten, die Augensumme 6 zu würfeln. Versuche nun, dieses Beispiel selbstständig zu lösen, indem du dir überlegst, wie viele mögliche Kombinationen es jeweils gibt, die Augensumme 6 und die Augensumme 9 zu würfeln. Halte das Video nun kurz an. Schauen wir uns die Aufgabe gemeinsam an. Beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln stelle ich mir gerne vor, dass ein Würfel rot ist und der andere blau. So kann ich die beiden gut voneinander unterscheiden und vergesse auf keinen Fall. Wie viele mögliche Kombinationen gibt es nun Augensumme 6 zu würfeln? Eine mögliche Kombination ist, dass der rote Würfel 1 zeigt und der blaue 5. Eine weitere ist 2 und 4 und dann gibt es noch die Kombinationen 3 und 3, 4 und 2 und 5 und 1. Insgesamt haben wir also 5 Möglichkeiten, Augensumme 6 zu erhalten. Schauen wir uns an, wie viele Möglichkeiten es gibt, Augensumme 9 zu erhalten. Hierfür sind die möglichen Kombinationen 3 und 6, 4 und 5, 5 und 4 und 6 und 3. Gesamt gibt es also 4 Möglichkeiten, Augensumme 9 zu erhalten. Somit haben wir schon die Lösung für unser Beispiel gefunden. Die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis Augensumme 6 zu würfeln, ist also größer als die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis Augensumme 9 zu würfeln, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, die Augensumme 9 zu würfeln, aber 5 Möglichkeiten, die Augensumme 6 zu würfeln. Das erste Beispiel haben wir schon geschafft. Das zweite Beispiel ist recht ähnlich. Wieder werden zwei Spielwürfel geworfen und die Augensumme wird ermittelt. Die Aufgabenstellung lautet: Untersuchen Sie, welches der Ereignisse
Augensumme 6 oder Augensumme 9 wahrscheinlicher ist und begründen Sie Ihre Aussage. Versuche diese Aufgabe mit Hilfe der Überlegungen aus der vorherigen Aufgabe zu lösen und pausiere das Video. Schauen wir uns nun auch dieses Beispiel gemeinsam an. Wie wir bereits vorhin ermittelt haben, gibt es 5 Möglichkeiten, Augensumme 6 zu erhalten und 4 Möglichkeiten, Augensumme 9 zu erhalten. Hier können wir schon sehen, dass es wahrscheinlicher ist, Augensumme 6 zu erhalten, als Augensumme 9 zu erhalten. Wer gerne möchte, kann auch noch die genauen Wahrscheinlichkeiten dazu angeben. Beim Würfeln mit 2 Würfeln gibt es 36 mögliche Versuchsausgänge. Die Wahrscheinlichkeit, Augensumme 6 zu erhalten, beträgt also 5 36stel. Und die Wahrscheinlichkeit, Augensumme 9 zu erhalten, beträgt 4 36stel. Fünf Sechsunddreißigstel sind natürlich größer als 4 Sechsunddreißigstel. Also ist es wahrscheinlicher, Augensumme 6 zu erhalten, als Augensumme 9 zu erhalten. Jetzt haben wir auch schon das zweite Beispiel geschafft. Danke fürs Mitmachen!